Mit der Präsentation seines neuesten Werkes Hartmut gegen Ahriman bewies der Clubdirektor des Freiheitlichen Parlamentsklubs Norbert Nemeth, dass sein literarisches Schaffen nahezu unbegrenzt ist. Im Zuge seines 50. Geburtstages präsentierte Nemeth seine jüngste literarische Leistung im Palais Epstein in der Wiener Innenstadt. Es spielt in Dresden im Jahr 1852, 1853 und es begegnen sich dort historische Persönlichkeiten, die für politisch denkende Menschen von hohem Interesse sind. Pierre-Joseph Breton, der durch seinen Saga vom Eigentum des Diebstahls sehr bekannt wurde, und Etienne Capet, einer der maßgeblichsten Frühkommunisten, der versucht hat, seine Vorstellung, seinen Roman Die Reise nach Ikarien in die Realität umzusetzen und Kommunen geschaffen hat. Und ein Protagonist meines Romans, ein junger, freiheitlich gesinnter Mensch, hat aus Gründen, die ich nicht verraten möchte, den Auftrag, sich in solch eine Kommune einzuschleichen und blickt ein bisschen hinter die Kulissen des Frühkommunismus. Norbert Nemeth ist nicht nur ein ausgezeichneter Autor, in dessen Werke man seine Leidenschaft und Begeisterung für das öffentliche Recht und politische Grundsatzfragen verspürt. Er wird von seinen langjährigen Weggefährten auch als Freund und Ratgeber sehr geschätzt. Also auf der einen Seite ist er der Intellektuelle, der Philosoph, der Geschichtskenner, der nicht nur um fünf, sondern auch um 10 Ecken schauen kann, und er weiß, was, wenn man um die erste Ecke biegt, dann kommt die zweite, die dritte, und was kommt da heraus. Also er hat da quasi sogar aus parteipolitischer Sicht seherische Qualitäten, weil er auch von oben ein bisschen drauf schauen kann. Ohne ihn wäre diese gesamte Freiheitliche Partei nicht das, was sie jetzt ist, insbesondere wenn man sieht, dass er genau seit dieser Kontinuität, seit H.C. Strache 2006 diesen Weg im Parlament angetreten hat, dass das diesen Erfolgsweg genommen hat. Er ist jemand, der sehr prägnant, zielorientiert agiert, ja? Ohne Umschweife sozusagen auch sehr rasch zum Punkt kommen kann und die Entscheidung sucht und auch findet. Er ist jemand, der eine unglaubliche Kompetenz im Rahmen der Menschenführung auch hat und schaut, dass immer das Team auch in der Teamfähigkeit entsprechend auch ausgestattet ist und die Zusammenarbeit funktioniert. Er ist ein unglaublich herzlicher, hochintelligenter, intellektueller Mensch. Das zeigt ja auch, dass er es schafft, neben seiner unglaublichen Verantwortung als Clubdirektor auch literarisch tätig zu sein und da ein Buch nach dem anderen sozusagen auch veröffentlicht. Aber ich sage, da kann der Menasse noch von ihm einiges lernen, ja? Denn wenn es um Fiktion und Utopie geht, dann ist der Norbert Nemeth jemand, der das exzellent auf den Punkt bringt, aber auch dazu steht. Ne?